Wenn ich wirklich gefragt werde, wo lebe ich im Moment, zum Beispiel in welcher Gesellschaft, kann ich diese Frage nicht beantworten. Und das ist schon mein Problem, mit dem ich mich in dem Buch beschäftigt habe. Nämlich, es fällt mir wirklich schwer, mich, nicht nur persönlich, sondern im Hinblick auf meine, sagen wir so, politische Identität, mich als gesellschaftliches Wesen zu definieren. Und was wahrscheinlich das Wichtigste ist, ist nicht nur ein Problem der sogenannten postkommunistischen Gesellschaften, die uns jetzt erscheinen auf dem Horizont als identitäre Gemeinschaften. Das sind Polen, Tschechen, Kroaten, Ostdeutsche. Und Ostdeutsche, die es gibt noch immer. Aber Problem ist eben, ob diese Menschen noch immer einer Gesellschaft leben, irgendwie kulturell im identitären Sinne einer Gemeinschaft zu gehören, in der man eigentlich nicht lebt, einer anderen, in der man eigentlich nicht wählen kann. Dieser Zerfall im Begriff des Sozialen, der Gesellschaft, das ist eben ein Problem, von dem ich in meinem Buch schreibe. Sie beschreiben diese Auflösung von Gesellschaftlichkeit, das Zerfallen auch einer sozialen Identität und versuchen trotzdem herauszufinden, ob da irgendetwas geblieben ist. Kann man das sagen? Man kann das sagen und diese Frage passt eben genau, wenn wir über diesen Prozess der sogenannten postsozialistischen Transformation reden. Das ist eben der Postkommunismus. Was ist der Postkommunismus? Leider gab es und gibt es noch immer eine übliche Antwort, eine allgemein anerkannte Antwort auf diese Frage. Das ist eben ein Prozess der Transformation, in dem die sogenannten ehemaligen sozialistischen Gesellschaften, die Gesellschaften, die sich von diesem kaputten System des Kommunismus befreit haben und sich sozusagen auf dem Weg zum Anschluss an das historische Mainstream. Das ist eben schon im Westen verwirklichter Ideal der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte und so weiter. Marktwirtschaft natürlich gehört dazu, aber nicht in diesem Sinne, sondern als Metapher für eine sichere Prosperität, nicht nur ökonomische, sondern auch individuelle. Es ist ein Versprechen des Glücks. Diese Flucht aus einer kaputten industriellen Gesellschaft in einen Projektionsraum der Wünsche, den sie damals der Westen und nicht eben der brutale neoliberale Kapitalismus nennen. Was ist passiert? Die Wünsche wurden nicht erfüllt. Und wenn ich sage, das Ende des Postkommunismus, meine ich das Ende einer Illusion. Warum Menschen, die gerade aus dieser schrecklichen kommunistischen Vergangenheit gekommen sind, warum schauen Sie wieder zurück? Was gibt es dort? Was haben Sie verloren? Die Antwort ist, weil etwas in der Gegenwart fehlt. Warum Menschen, die endlich diese Freiheit jetzt erreicht haben, warum genießen sie diese Freiheit nicht? Warum bauen sie eben nicht diese neue, heile Gesellschaft? Irgendwie bleiben sie stehen und versuchen sie, aus der Vergangenheit Banalitäten wie ein Alltagsleben zu rekonstruieren. Und das sieht man besonders in Deutschland, wo diese Vergangenheitsbewältigung jetzt in Bezug auf die kommunistische Vergangenheit im Osten, die irgendwie funktioniert nicht. Mal erscheint diese Vergangenheit in einem Film als lustiges Alltagsleben, als etwas Gutes, sagen wir so, mal als schreckliche, totalitäre Terror. Man glaubt, zusammen zeigen diese Filme, wie ambivalent ist das unser Verhältnis zur Vergangenheit. Nein, sie zeigen überhaupt keine Ambivalenz, sie zeigen, wie dieses Verhältnis zur Vergangenheit in zwei
getrennte Formen auseinanderfällt, in ein gutes Objekt, in ein schlechtes Objekt. Das ist ein Zeichen dafür, dass man mit dieser Ambivalenz der Vergangenheit, und die kommunistische Vergangenheit ist eben ambivalent, dass man damit nicht umgehen kann. Wenn man mit einer Ambivalenz in der Vergangenheit nicht umgehen kann, heißt es, dass man nicht in der Lage ist, daraus eine historische Erfahrung zu machen. Wofür steht symbolisch der Fall der Berliner Mauer? Ob nur für das Ende einer totalitären Diktatur im Osten oder das Ende einer Epoche, der Epoche des industriellen Modernismus, die natürlich viel breiter ist als die Epoche des Kommunismus von 1917 bis 89, 90. Es ist die Idee einer Gesellschaft, in deren Zentrum die industrielle Arbeit ist, um die kollektive industrielle Arbeit, um welche sich diese Gesellschaft sozusagen herausbildet, sich bildet und reproduziert. Dass diese Epoche ist eben mit dem sogenannten Untergang des Kommunismus symbolisch auch zu Ende gekommen. Und deshalb kommt, daraus kommt dieses Gefühl des Gesellschaftsverlusts. Da haben wir eine epochale kulturelle Übersetzung vor uns, nämlich das, was einst der Kommunismus, die Idee, dass das Konzept einer universalen Emanzipation war, wurde jetzt in eine partikuläre kulturelle Identität übersetzt. Das war besonders eindeutig, etwa im ehemaligen Jugoslawien, wo jede Nation den Begriff des Kommunismus in die Kultur des anderen übersetzt hat. So hat man etwa in Kroatien vom Serbokommunismus geredet. Im ganzen Osteuropa hat man den Kommunismus als etwas Russisches verstanden. Eben diese Erosion der Erfahrung ist ein Teil und ein Problem der Konjunktur des kulturellen Gedächtnisses, würde ich sagen. Der Raum des kulturellen Gedächtnisses ist nicht nur negativ. Ich glaube prinzipiell, dass Erfahrung eine praktische Bedeutung hat. Das heißt, die Erfahrung kann nicht gesammelt werden durch Museumsbesuche. Es ist immer ein konkretes Positionieren in einer praktischen Realität. Ich könnte etwa diesen Übergang vom Kommunismus zum Postkommunismus als einen Übergang von einer hoffnungslosen Gesellschaft zu einer gesellschaftslosen Hoffnung beschreiben. Wir haben eine Hoffnung, aber ohne Gesellschaft. Das heißt, es ist zu einfach zu sagen, wir leben in einer postutopischen Zeit. Wir leben utopischer als je, würde ich sogar sagen. Aber wir sind nicht in der Lage, diese Utopie als gesellschaftliches Problem verstehen.